Pfeil und Bogen habt ihr mitgenommen? Ich könnte den Pfeil abschießen Richtung Kamera. Ja, was ist halt das Technikteam davon? Hey Joker und hallo. Schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Nicole und ich bin von der DMG. Und ich sage herzlich willkommen zu Mission Hoch 3, wo wir gemeinsam über Gott und die Welt nachdenken. Und bestimmt ist auch wieder was Spannendes für dich mit dabei. Zu Gast sind heute Simon und Carina hier. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hi. Und sie waren 7 Jahre lang in Uganda, in Nordost-Uganda, bei den Karamojong, einem Hirtenvolk. Und sie erzählen uns heute 3 Dinge, die sie über Gott in der Mission gelernt haben. Was war denn so für euch die einprägendsten 3 Dinge, die ihr gelernt habt? Ja, also eine der Sachen, die wir über Gott gelernt haben in der Mission, die uns vorher vielleicht gar nicht ganz so bewusst war, war, dass Gott unser Versorger ist. Das würde natürlich jeder normale Christ unterschreiben, ist ja klar. Aber in der Mission ist man ja nochmal ganz anders auf Gott angewiesen und man lebt von Spenden. Und das war meine größte Angst überhaupt, Missionar zu werden. Ich hatte keine Angst vor Schlangen oder wilden Tieren oder davor, eine Sprache zu lernen, sondern ich hatte unglaublich Angst, von Spenden leben zu müssen und meine Familie so zu ernähren. Und wir sind jetzt seit 10 Jahren bei der DMG angestellt, seit 10 Jahren in der Mission. Und Gott hat uns die gesamten 10 Jahre nicht einmal hängen lassen. Und wir haben wirklich erfahren, Gott ist unser Versorger. Von Anfang bis Ende trägt er durch. Seit wir unseren Fuß ins kalte Wasser getaucht haben und Missionare geworden sind, Leute, ich kann es euch empfehlen, besser seid ihr nirgendwo versorgt. Carina, du hast einen Pfeil in der Hand. Magst du uns erzählen, was damit auf sich hat? Ja, also was mir bei deiner Frage einfiel, war, dass Gott uns beschützt. Und zwar hat Gott uns den Psalm 91 aufs Herz gelegt, vor der Ausreise. Und je länger wir in Uganda waren, desto mehr hatten wir das Gefühl, dieser Psalm ist für uns persönlich geschrieben. Mhm. Wer den Psalm 91 kennt, da gibt es einen Vers, der heißt, du musst nicht erschrecken vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. Mhm. Und gleich am Anfang unserer Zeit in Uganda haben wir das auch wirklich so erlebt, dass eine Gewehrkugel durch unser Grundstück durchgeflogen ist. Aber sie hat uns nicht getroffen. Gott hat uns beschützt. Und so gibt es ganz, ganz viele Umstände, Begebenheiten, wo Gott wirklich ganz schützend seine Hand über uns gehalten hat. Mhm. Zum Beispiel bin ich 3-mal auf eine Schlange getreten und bin nicht gebissen worden oder vergiftet oder irgendwas. Simon hat eine Speikobra ins Auge gespritzt und es ist nichts passiert. Und so gibt es ganz viele Sachen. Einmal hatten wir einen Unfall mit dem Auto oder eigentlich Gott hat den Unfall verhindert. Alle Schrauben vom Reifen sind gebrochen, was normalerweise nicht passiert, bis auf eine. Und wir haben es nur gehört, weil die Klimaanlage nicht ging und wir das ratternde Geräusch gehört haben und deswegen angehalten haben. Und ja, so könnten wir noch hunderte von Beispielen nennen, wie Gott uns echt ganz treu bewahrt hat. Mega spannend zu hören. Ja, Simon, und hast du auch was über dich selbst gelernt und dadurch auch über Gott während der Zeit? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich habe gelernt, dass Gott ganz, ganz stark wirken kann, je schwächer ich bin. Und bei mir ist es so, ich bin Theologe, ich bin sehr stolz darauf, dass ich Theologe bin, dass ich gelernt habe, wie man mit Worten umgeht, dass ich gelernt habe, wie man rhetorisch Leute mitzieht und begeistert. Und ja, bin stolz darauf, dass ich auch ein einigermaßen passabler Prediger bin. Und da waren wir jetzt schon in Deutschland, da ist es mir mal passiert, dass ich wirklich gemerkt habe, es gab eine Situation, wo ich schon hingefahren bin zum Predigtdienst und ich wusste, da sind auch viele Leute, die noch gar nicht gläubig sind. Es ging auch darum, wirklich das Evangelium Leuten weiterzusagen und mir ging es richtig schlecht. Ich hatte auch nichts vorbereitet, nicht weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht konnte. Ich war nicht in der Lage gewesen. Und da habe ich Gott gesagt, du hast es vollkommen in der Hand. Also wenn hier jetzt irgendjemand was tut, dann musst du das tun. Und ich hatte zwar so 5 Sätze irgendwo auf dem Papier gekrakelt, aber ich sag mal, das war doch eher erbärmlich. Und ich habe über Gnade gepredigt. Mhm. Und jedes Wort, was ich gesagt habe, das wusste ich, das kam nicht aus mir. Gott hat gewirkt. Und je schwächer ich bin, desto mehr hat Gott die Möglichkeit, selbst durch den Heiligen Geist zu wirken. Und nach der Predigt kam jemand zu mir an und hat gesagt, ich bin dir so dankbar, dass du heute diese Predigt gehalten hast, die hat mein Leben verändert. Ich würde dir gerne Geld geben dafür, so dankbar bin ich. Und ich dachte, ja, okay, also dafür kann ich keinen Credit nehmen heute, weil von mir kam da genau nichts. Also ich habe dazu nichts beigetragen. Ich kann mich dafür auch nicht rühmen.
sondern Gott hat angefangen zu sprechen. Und seitdem erlebe ich das immer häufiger, dass Gott in meiner Schwachheit auch wirklich massiv wirkt. Pfeil und Bogen habt ihr mitgenommen? Ich könnte den Pfeil abschießen Richtung Kamera. Ja, was hält das Technikteam davon? Du kannst dich ja dahinter stellen. Oder ich schieße wirklich einen Pfeil ab, Leute. Danke euch beiden. Es war mega spannend zu hören. Sehr gerne. Und wie man auch schon ein bisschen sieht, ihr erwartet ja auch bald Nachwuchs. Ein bisschen, ja, ein bisschen sieht man. Ich wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft und... Da ist einfach eine Spinne mit reingeflogen. Ein geheimer Gast. Ja, der Pfeil wird auf jeden Fall drinstecken, dann ist ein Loch da drin. Ich meine, aber ist das schlimm? Ja, dann geht's halt in die Dämmerung. Ist das schlimm? Weiß nicht. Ja, und okay. Wenn du so auf den Boden ziehst, ist es quasi... Ja, das ist ja uncool. Das muss ja auf die Höhe von der Kameralinse, muss der Pfeil ja fliegen, ne? Mit dem ist schwierig, aber ich werde auf jeden Fall nicht die Kamera treffen. Und wenn, dann habe ich einen guten Grund, eine neue zu kaufen. No risk, no fun, Leute, come on. Wird schon schief gehen. Das waren jetzt wieder gefühlte 3 Minuten, Mission hoch 3. Und wir sehen uns wieder in 3 Wochen. Ja, und der Simon zeigt uns jetzt, wie das mit dem Bogen geht hier. Sehr gerne.